Hallo, herzlich willkommen auf dem Autorenkanal Weise Geschichten. Viel Spaß beim Anschauen. Marina Fasquets zählte noch einmal das gesamte Geld in der Registrierkasse, schloss ihre Schicht, reinigte schnell den Lebensmittelladen, in dem sie als Verkäuferin in der Bäckereiabteilung arbeitete, und beeilte sich nach Hause. Morgen hatte sie einen sehr wichtigen Tag vor sich. Das Mädchen würde die Eltern von Sergio, ihrem Verlobten, treffen. Er war einige Jahre älter als Marina, er war vor kurzem 25 geworden, während Marina gerade ihren 21. Geburtstag letzten Monat gefeiert hatte. Trotz des Altersunterschieds waren das Paar verrückt nacheinander. Und die Tatsache, dass ihr Verlobter nicht nur älter war, sondern auch einen Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften hatte, machte den Mann in Marinas Augen noch attraktiver. Der junge Mann erzählte seiner Geliebten sofort, dass er sehr reich sei. Seine Eltern waren Erbinvestoren, und daher hatte Sergios Familie nicht nur einen bestimmten kulturellen Status in der säkularen Gesellschaft, sondern auch eine Reihe von Vorteilen im Zusammenhang mit der Realisierung profitabler Geschäfte auf dem Finanzmarkt. Und das machte Marina wirklich Angst. Sie hatte zuvor noch nie mit Menschen auf sozialer Ebene kommuniziert. Sie hatte nur einen Schulabschluss und Eltern, die sich zu Tode tranken. Vor 3 Jahren starben Marinas Vater und Mutter an Methanolvergiftung. Sie hatten billigen Wodka von jemandem gekauft, den sie kannten, und es stellte sich heraus, dass er gefälscht war. Zu dieser Zeit war Marina gerade 18 geworden. Die tragische Nachricht traf sie mitten im Unterricht in der Kochschule, an der sie sich eingeschrieben hatte, in der Hoffnung, irgendwann eine gute Köchin in einem anständigen Café zu werden. Eine Nachbarin rief an und sagte, dass sie zu ihnen nach Hause gekommen sei, um nach einem Kessel zu fragen, um Pilaf für ihre Familie zu machen. Die Tür zu ihrem Haus stand offen und drinnen. Der Krankenwagen ist schon da, Marina, sagte die Nachbarin traurig. Als der Arzt sie untersuchte, sagte er sofort, es war der gefälschte Wodka, der deine Mutter und deinen Vater getötet hat. Warum haben sie ihn von diesem Händler genommen? Sie wissen, dass er allerlei giftigen Mist verkauft. Das Mädchen war nicht schockiert. Sie wusste, dass so etwas früher oder später passieren könnte, angesichts des Lebensstils ihrer Eltern. Aber man kann nie auf so etwas vorbereitet sein. Trotzdem liebte sie ihre Eltern trotz ihres Trinkens. Marga, wie konnte das passieren? Rief Marina ins Telefon. Ich habe sie heute Morgen noch besucht und alles war in Ordnung. Ein tiefer, trauriger Seufzer war am anderen Ende der Telefonleitung zu hören. Nun, so ist das eben. Wer weiß, wann wir alle sterben. Offenbar hat Gott beschlossen, dass deine Mutter und dein Vater genug Zeit in dieser Welt hatten. Zu dieser Zeit lebte Marina bereits seit einem Jahr im Studentenwohnheim. Sie wollte nicht ständig in der Atmosphäre von Alkoholdämpfen sein und ihre Eltern belästigen, damit sie leben konnten, wie sie wollten. Die Tochter erkannte, dass sie nicht ändern konnte, und sie hatte viel wegen ihrer Eltern gelitten. Solange sie sich erinnern konnte, folgte ihr die Armut überall hin. Manchmal hatte sie nicht genug Geld für Essen oder sogar für die alltäglichen Bedürfnisse. Manchmal hatte Marina nichts zum Anziehen für die Schule, weil ihre Schuhe so abgenutzt waren, dass die Sohlen einfach von ihren Schuhen abflogen oder billige Turnschuhe, die sie auf einem Flohmarkt gekauft hatte. Mama, meine Schuhe sind wieder kaputt, wimmerte das Mädchen zu ihrer ständig betrunkenen Mutter. Na und? Ich habe dir schon oft gesagt, pass auf deine Schuhe auf. Du hast schon nichts mehr zum Anziehen. Du hast schon den letzten Rock wieder bis auf die Löcher zerrissen. Marina protestierte nicht, denn das Nein ihrer Mutter bedeutete immer Nein. Obwohl sie das letzte Mal vor fast 3 Jahren neue Kleidung für das Mädchen gekauft hatten und die meisten davon einfach zu klein für sie war. Sie wusste aus Erfahrung, es war besser, ihre Mutter in solchen Angelegenheiten nicht wütend zu machen. Trotzdem ging das Mädchen manchmal ein Risiko ein. Mama, ich muss barfuß zur Schule gehen, gib mir bitte etwas Geld für neue Schuhe. Ich kaufe die billigsten Schuhe. Nur um zur Schule zu gehen, verspreche ich es. Auf keinen Fall. Prudencia sah ihre Tochter bedrohlich an. Wir haben heute Abend kein Essen im Kühlschrank und nichts zu essen, und du willst Geld. Übrigens, während wir gerade davon sprechen, hast du es geschafft, die Flaschen zum Recycling zu bringen und das Geld zu bekommen? Marina senkte den Blick. Sie fürchtete sich davor, ihrer Mutter zu gestehen, dass sie anstelle einer schweren Tasche mit leeren Flaschen zur Recyclingstation zu schleppen, am Morgen mit ihren Freunden in den Park gegangen war, um die Ente zu füttern.
Marina hatte die Flaschen sicher in einer abgelegenen Gasse direkt neben den Mülltonnen versteckt. Que significa eso de no entrego? Prudencia wurde wütend, als ihre Tochter ihr die Wahrheit sagte. Marina konnte nicht gut lügen und sie hielt es nicht für richtig. Und du hast noch Ansprüche an mich. Geh jetzt an den Ort, an dem du die Tasche gelassen hast. Und komm in 20 Minuten mit dem Geld nach Hause. Sonst gehst du nicht mehr zur Schule, du kleines Balg. Marina weinte bitterlich und band ihre zerrissenen Schuhe mit Klebeband und alten Schnürsenkellen zusammen, dann machte sie sich traurig auf den Weg zur Müllhalde, um den Wünschen ihrer Mutter nachzukommen. Gleichzeitig hatte das Mädchen immer gerne gelernt und zeigte gute Fähigkeiten in Biologie und Physik, aber Marinas größte Leidenschaft war immer das Kochen gewesen. Das Mädchen freute sich jede Woche auf den Kochunterricht, damit sie verschiedene Arten von Gerichten zubereiten konnte. Am liebsten kochte sie Kartoffelpuffer und hausgemachte Kuchen. Zu Hause versuchte sie immer, das nachzukochen, was sie in der Schule gelernt hatte, wenn Essen im Kühlschrank war. Gelegentlich hungerte die Familie mehrere Tage lang, weil Marinas Eltern alles bis zum letzten Penny wegtranken. Und dennoch schaffte es Marinas Mutter, einen Teilzeitjob im örtlichen Geschäft zu bekommen, und ihr Vater arbeitete gelegentlich als Ladearbeiter im nahegelegenen Supermarkt. Nach dem Abschluss der Schule erkannte das Mädchen, es würde nicht so einfach sein, einen Traumjob zu finden, wie sie dachte. Niemand wollte ein junges Mädchen ohne Erfahrung als Küchenchef einstellen. Bei Vorstellungsgesprächen wurde ihr immer dasselbe angeboten. Entweder woanders hingehen, um Erfahrung zu sammeln. Ich frage mich, wohin, dachte sie bei sich. Oder die Bedingungen des Arbeitgebers akzeptieren. Aber in diesem Fall konnte Marina nur erwarten, Geschirrspülerin, Kellnerin oder zumindest Küchenhilfe zu sein, die echten Köchen beim Schneiden und Waschen von Gemüse und Obst zum Kochen half. Aber eines Tages hatte sie Glück. Sie kam in ein kleines Konditoreicafé auf der anderen Seite der Stadt. Sie suchten Konditoren. Also beschloss sie, ihr Glück ein letztes Mal zu versuchen. Was ist, wenn sie eingestellt wird? Sie beschloss, dass sie, wenn sie dieses Mal enttäuscht würde, eine Weile Kellnerin sein müsste. Aber zu ihrer Überraschung mochte der Besitzer des Cafés ihre Arbeit. Aber er konnte sie nicht sofort einstellen. Gemäß unseren Regeln sollte jeder Mitarbeiter mindestens 6 Monate Erfahrung im Backen haben, erklärte der Besitzer des Konditoreiladens. Ich sehe, dass du wirklich eine sehr talentierte Köchin bist, also möchte ich dir eine Chance geben. Ich kann dich noch nicht als Konditorin einstellen, aber ich kann dich als Verkäuferin in unserem Markengeschäft einstellen. Du wirst die Möglichkeit haben zu arbeiten, zu sehen, was hier vor sich geht, und kannst Schichten mit unseren Mädchen aus dem Café tauschen, sie zeigen dir alles in der Küche. Und dann, vielleicht, wirst du zu uns ins Café kommen, aber als Köchin. Betrachte es als deine zusätzliche Ausbildung. Was denkst du darüber? Marina war unglaublich glücklich und stimmte sofort zu. Endlich nahm sie zumindest einer der Arbeitgeber ernst. So begann sie nach ein paar Tagen ihre erste Schicht. Marina Fasquets hatte Spaß an ihrer Arbeit, denn sie verkaufte nicht nur frische Backwaren bester Qualität, sondern lernte gleichzeitig von den besten Mitarbeitern der Konditorei. Man sagte ihr gleich, dass das Erlernen eines neuen Berufs kein schneller Prozess sein würde. Marina musste alle Details des Backens verschiedener Kuchen und Torten lernen, aber letztendlich könnte sie eine ausgezeichnete Konditorin werden. Und das störte sie nicht, also studierte sie geduldig seit dem 3. Jahr alle Arten von technischen Speiseplänen und bereitete sich darauf vor, die abschließende Kochprüfung abzulegen. Der Besitzer dieses Geschäfts würde Marinas Wissen persönlich prüfen. Marina lernte Sergio zufällig kennen. Er kam einfach in ihren Laden und bat darum, die leckersten Kuchen für seinen Kaffee auszuwählen. Hier, probiere die Kirschkupkakes. Sie sind sehr lecker, sie schmelzen förmlich auf der Zunge, erzählte Marina ihm von ihren Waren, und sie enthalten viel Kirsche. Wir verwenden nur erstklassige hausgemachte Kirschmarmelade, ohne Chemikalien oder Geschmacksverstärker. Sehr interessant, antwortete der junge Mann lächelnd. Er betrachtete die Auslage mit den Gebäckstücken. Du bewirbst diese Muffins so gut, dass es dumm wäre, sie nicht zu probieren. Ich nehme ein paar davon, fragte der Kerl und bezahlte dann mit seiner Bankkarte. Es ist seltsam, dass so ein schönes und charmantes Mädchen wie du als Verkäuferin arbeitet, sagte der junge Käufer plötzlich, ich denke, du wärst eher als Verkaufsmitarbeiterin in einem Luxusjuweliergeschäft geeignet. Marina wusste nicht, wohin sie vor Verlegenheit gehen sollte.
Schließlich hörte sie nicht jeden Tag solche Komplimente. Außerdem hatte der junge Mann, der vor ihr stand, sowohl ein attraktives Aussehen als auch eine einzigartige Ausstrahlung. Sein Lächeln ließ Marina sich warm ums Herz fühlen. »Oh, du übertreibst«, flüsterte sie und wurde rot, »ich bin genauso weit von einem Juweliergeschäft entfernt wie vom Mond, aber ich kann dir viel über Muffins und Sandwiches erzählen. Ich liebe das Kochen und arbeite hier, weil ich Konditorin werden möchte.« »In diesem Fall möchte ich Teil deines Traums sein«, antwortete der Kerl lächelnd. »Ich werde ab jetzt jeden Tag hierher kommen und etwas aus dieser fantastischen Auswahl kaufen. Nur möchte ich deinen Namen und deine Arbeitszeiten wissen, damit du mir bei der Auswahl beraten kannst.« So haben sie sich kennengelernt. Marina stellte sich vor und erfuhr, dass der junge Mann Sergio hieß und als Assistent eines leitenden Managers in einem großen Medienunternehmen arbeitete, dessen Filiale sich zufällig in ihrer Stadt befand. Sergio hielt sein Versprechen und begann das Café regelmäßig an den Tagen zu besuchen, an denen Marina dort arbeitete. Der junge Mann ging immer mit einer Tüte voller allerlei Süßigkeiten und Gebäckstücke. Ein paar Wochen später beschloss der ungewöhnliche Kunde, Marina um ein Date zu bitten. Das Mädchen war überrascht von dem, was geschah, stimmte aber zu. Sie wollte den angenehmen jungen Mann kennenlernen, der so großes Interesse an ihr zeigte. Außerdem glaubte Marina an eine reine und aufrichtige Liebe. Im Herzen war das Mädchen immer eine sehr romantische und sensible Person, und für sie war Sergio wie ein Ritter aus einem Märchen. So fühlte sie sich auf gewisse Weise wie eine echte Cinderella. Nach 3 Monaten leidenschaftlicher und zärtlicher Romanze bat Sergio Marina, seine Eltern kennenzulernen. Marina war es nicht gewohnt, mit Menschen aus der High Society zu kommunizieren, daher hatte sie wirklich Angst. »Sergio, vielleicht sollten wir uns nicht so beeilen«, fragte sie ihn, »man weiß nie, wie sich die Dinge im Leben entwickeln können. Ich denke, deine Eltern würden sich mehr freuen, wenn sie wüssten, dass ihr Sohn mit einer professionellen Konditorin zusammen ist, anstatt mit einer gewöhnlichen Kuchenverkäuferin.« Anstatt zu antworten, küsste der Mann seine Liebste auf die Wange und strich sanft ihre lange goldene Ponyfrisur aus der Stirn. »Meine Eltern sind fortschrittliche Leute. Sie sind aus gutem Grund reich. Und sie wissen bereits, dass meine Freundin aus einer einfachen, bescheidenen Familie kommt. Es reicht ihnen, dass du ehrlich Geld verdienst, nicht betrügst und kein Gesetz brichst. Alles andere ist ihnen egal. Sie werden meine Wahl akzeptieren, du wirst sehen.« Marina wollte die Worte ihres Verlobten glauben, aber das Mädchen hatte immer noch Zweifel. »Oh, was ist, wenn sie mich einfach nicht mögen? Ich kenne nicht einmal die Etikette. Ich weiß nicht, wie man Austern isst oder so etwas.« Sergio lachte leise und fröhlich, was auch Marina zum Lachen brachte. »Erstens musst du dir keine Sorgen um Austern machen. Sie werden definitiv nicht auf unserer Speisekarte stehen. Zweitens, warum hast du solche Stereotypenansichten? Ja, sie gehören zur High Society, aber sie sind überhaupt nicht aufgeblasen oder prüde. Kultiviert, ja, aber völlig frei von jeglicher Art von Steifheit. Siehst du, du sprichst sogar auf so ungewöhnliche Weise. Exquisit, verschönert. Nein, Sergio, ich fürchte, ich kann einfach nicht dein und das Niveau deiner Eltern erreichen.« Marina schüttelte den Kopf und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Plötzlich schämte sie sich aus irgendeinem Grund sehr, sie fühlte sich völlig ungebildet. Hey, alles wird gut, beruhige dich, Liebes«, versicherte ihr Sergio und nahm ihre Hände von ihrem Gesicht und bedeckte sie mit leichten Küssen. »Sei einfach du selbst, lass sie sehen, warum ich mich in dich verliebt habe. Und koche etwas Leckeres zum Abendessen. Überrasche sie mit deinen kulinarischen Fähigkeiten«, schlug er vor. »Das wird völlig ausreichen.« Das Mädchen nickte langsam, obwohl sie sehr nervös war. Und so kam der Tag X. Am Vortag hatte Marina nach ihrer Schicht im Café Zeit, in den Laden zu gehen und 2 Taschen Lebensmittel zu kaufen, sie wollte am nächsten Tag ein Abendessen kochen. Zusammen mit Sergio beschlossen sie, dass das Abendessen bei dem Mädchen zu Hause stattfinden würde. Sie sollten sehen, dass sie in einem guten Haus lebt, auch wenn es kein Luxuspalast ist. Marina erzählte ihrem Verlobten, dass ihre Eltern ihr ganzes Leben lang unter Alkoholismus gelitten hatten. Glücklicherweise reagierte der junge Mann recht gelassen darauf. »Hör auf, dich für ihr Schicksal zu verurteilen, Marina«, sagte er zu ihr. »Du bist nicht sie. Und du solltest dich nicht für deine Vergangenheit schämen.« Marina war tief berührt von Sergios Verständnis, denn sie hatte Angst,
dass er sie verlassen würde, wenn er die Wahrheit über ihre Verwandten erfahren würde. Doch die Adelszüge des jungen Finanziers überzeugten sie einmal mehr davon, dass sie die richtige Wahl getroffen hatte. "Aber sag deinen Eltern noch nichts davon", bat sie ihren Verlobten. "Ich möchte nicht gleich solch sensible Informationen preisgeben. Ich werde ihnen alles erzählen, aber später. Lass sie zumindest versuchen, etwas Gutes an mir zu sehen." Das Mädchen konnte nicht aufhören, sich Sorgen zu machen. Sergio lachte und versprach ihr, dass er tun würde, was sie verlangte. Und diese kleine Sache gab Marina etwas mehr Selbstvertrauen. An diesem Tag putzte Marina jedes Zimmer im Haus bis zur Perfektion. Sie polierte die Böden und Fliesen in der Küche und kochte ein leckeres dreigängiges Abendessen und Dessert. Sie war bereit, alles zu tun, um die Eltern ihres Verlobten zu beeindrucken. Endlich klingelte es an der Tür. "Klopf, klopf, da sind wir", sagte Sergio fröhlich und erschien auf der Schwelle von Marinas Haus. Der junge Mann hielt einen riesigen Strauß weißer Rosen in der Hand. Seine Eltern standen neben ihm. Die älteren Leute lächelten und betrachteten Marina etwas schmeichelhaft. "Marina, das ist Valerio Carmona, mein Vater. Und das ist Irene Carmona, meine liebe Mutter." Dann überreichte er ihr mit einem Lächeln die Blumen. "Willkommen", sagte sie freundlich. "Bitte kommen Sie ins Wohnzimmer, setzen Sie sich an den Tisch und ich werde Aperitivos bringen." "Los Aperitivos son algo bueno", sagte Sergios Vater plötzlich, als das ältere Paar das Haus betrat. Marina schaute Valerio Carmona überrascht an und bemerkte sofort aus dem Augenwinkel, wie Sergio seinem Vater einen missbilligenden Blick zuwarf. Ich wollte nur sagen, dass die Fahrt so anstrengend war. Wir würden uns freuen, etwas zu essen zu bekommen", fügte der ältere Mann sofort hinzu. "Außerdem hat uns Sergio so viel über deine Kochkünste erzählt." In diesem Moment zog seine Frau ihn am Ärmel. Mit einem charmanten Lächeln zu ihrer Schwiegertochter in spe sagte Irene Carmona: "Entschuldigen Sie uns, Marina. Wir sind wirklich etwas müde, und Valerio liebt es zu essen, er ist so ein Gourmet." Marina war ein wenig verwirrt über das seltsame Verhalten von Sergios Eltern, aber sie lächelte nur höflich die Gäste an und eilte dann in die Küche. Es stellte sich heraus, dass sie nicht umsonst so viel leckeres Essen gekocht hatte. Sergio hatte den Wein selbst gekauft, sodass sich das Mädchen nicht um den Alkohol kümmern musste. Während Marina den Garnelensalat in eleganten Schalen servierte, hatte sie plötzlich einen unangenehmen Gedanken. Valerio Carmonas Gesicht kam ihr seltsam bekannt vor, aber sie konnte noch nicht herausfinden, wo sie sich zuvor begegnet sein könnten. Das Einzige, was sie sicher wusste, war, dass es keine angenehme Begegnung gewesen war. Im Gegensatz zu Marinas Vorstellung von geborenen Finanziers sahen Sergios Eltern nicht nur völlig frei von jeglichem Adel aus, sondern sogar das Gegenteil, zu einfach, als ob sie erst kürzlich vom Dorf in die Stadt gezogen wären und nun nicht wüssten, wie sie sich benehmen sollten. Sie ging zurück zu den Gästen und stellte vor jedem von ihnen eine Schale ab, versunken in ihren eigenen Gedanken. "Marina, Liebes, sind das Shrimps?" fragte Sergios Mutter erstaunt. "Ja, ich habe sie für Saftigkeit in den Salat gegeben", erklärte sie, "mach dir keine Sorgen, alles ist frisch. Jeder kennt mich auf dem Markt, ich kaufe hier seit meiner Kindheit ein, sie haben noch nie etwas Schlechtes verkauft." Mit bangem Herzen nahm Irene eine Garnele mit der Gabel auf und steckte sie langsam und genüsslich in den Mund, dabei schloss sie die Augen vor Wonne. Nach einer Sekunde kam ein zufriedenes Wohlgeräusch aus ihrem Bauch. "Wirklich frisch", bewunderte die Dame aufrichtig den Salat. "Na, dann trinken wir ein Glas Wein auf das Wohl des jungen Paares", sagte Sergios Vater, rieb sich freudig die Hände. In diesem Moment sah Marina einen Glanz in seinen Augen, der ihr schmerzlich vertraut war, genau wie bei ihren Eltern, wenn sie Alkohol sahen. Aber wie konnte das sein? Senorita Fasquez schaute genauer auf Sergios Eltern. "Ja, das ältere Carmona-Paar sah gepflegt und sauber aus, aber nicht mehr." Obwohl das Mädchen kein Geld für teure Kleidung hatte, wusste sie, wie ein guter Kaschmirmantel oder eine luxuriöse Herrenuhr aussehen musste, und Menschen dieses Rangs sollten zumindest qualitativ hochwertige Schuhe haben. Doch Sergios Vater und Mutter waren in einfachen, billigen Kleidern gekleidet, Marina sah es ganz klar, sie selbst kaufte Kleidung in solchen Geschäften, daher erkannte sie sofort die ihr bekannten Marken, die sie mit ihren Augen und ihrer Brieftasche vertraut waren. "Auf der anderen Seite", dachte sie, "vielleicht übertreibe ich es. Vielleicht haben sie sich heute absichtlich so gekleidet, um mich nicht mit ihrem Luxus und Glamour unwohl fühlen zu lassen."
Man sagt, dass die reichsten Menschen sich so bescheiden wie möglich kleiden, um keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber in diesem Fall, was ist mit ihrem seltsamen Verhalten? Valerio, es ist zumindest etwas, sonst wirst du schnell betrunken, schaute Sergios Mutter ihren Mann vorwurfsvoll an, warum blamierst du uns vor der Freundin unseres Sohnes? Zu diesem Zeitpunkt hatte Valerio bereits 2 Gläser Wein getrunken und saß nun entspannt in seinem Stuhl. Sein Gesicht war gerötet und seine Augen glänzten feucht. Plötzlich begann er laut aufzustoßen. Es war wie ein elektrischer Schock. Sie erinnerte sich sofort daran, wo sie Sergios Vater schon einmal gesehen hatte. Vor einer Woche, kurz bevor Sergio die Idee hatte, sie seinen Eltern vorzustellen, kam ein ganz bestimmter Kunde in ihren Konditoreiladen. Er war ein älterer Obdachloser, vom Leben schwer gezeichnet und offensichtlich nicht erwartungsvoll auf den neuen Tag. Er wollte ein Käsesandwich kaufen, das billigste, das es gab. Excepto que estaba corto de cambio. Oh, Liebling, verzeih mir, ich bin ein alter Narr, ich habe nicht genug Geld für ein Sandwich, der Obdachlose machte Ausreden und Tränen standen in seinen Augen. Es schien, als hätte der Mann seit Tagen nichts gegessen. Der arme Mann zählte immer wieder die Münzen in seiner schmutzigen Hand und löste bei dem Mädchen einen spontanen Anfall von Mitgefühl aus. Marina steckte schließlich 3 Sandwiches in die Tasche für den älteren Vagabunden, Käse, Schinken und Pilzsandwiches mit Spinat. Wer weiß, wann er wieder essen kann. Hier, nimm es, hielt sie ihm die Tasche hin. Nimm es, du musst nicht bezahlen, ess es einfach. Sie beruhigte den alten Mann und sah die Mischung aus Angst und Dankbarkeit in seinem Gesicht. Ist das alles für mich? Fragte der alte Mann ungläubig. Natürlich, für dich, nickte die Verkäuferin. Mit Tränen in den Augen bedankte sich der Bettler bei Marina und eilte aus dem Laden. Vielleicht hatte er Angst, sie würde es sich anders überlegen und die Sandwiches zurückfordern. Marina zahlte damals aus eigener Tasche, aber sie bereute es nicht. Sie konnte diejenigen verstehen, die lange Zeit nichts zu essen hatten. Jetzt saß der Obdachlose direkt vor ihr. Außer dass er sauber, gut gekleidet und mit einer lächerlich rötlichen Perücke auf seinem kleinen Kopf war. Marina erkannte sofort, dass Valerio eine Perücke trug, als sie ihn sah. Sie kontrastierte zu stark mit seinem Hautton. Und sie erinnerte sich an den Besuch des Bettlers im Konditoreiladen. Der Kopf des alten Mannes war von einer großen kahlen Stelle geschmückt. Es war unmöglich, so etwas zu verwechseln oder zu vergessen. Das hatte sich im Gedächtnis des Mädchens festgesetzt. Ihre Intuition sagte ihr, dass mit den beiden Ehepartnern etwas nicht stimmte. Inzwischen entriss Sergio seinem Vater mit Gewalt eine Flasche Wein und versteckte sie unter dem Tisch. Leos del Pecado. Seine Augen waren wütend und äußerst gereizt. Valerios Verhalten gefiel ihm eindeutig nicht. Hör auf, Vater! Hör sofort auf! Zischte Sergio durch die Zähne. Wir haben noch eine lange Fahrt nach Hause. Und wage es nicht, wieder anzufangen zu schreien. Was ist los? Fragte Marina. Sergio, lass deinen Vater ruhig. Noch etwas Wein trinken, wenn er Lust dazu hat. Du fährst heute sowieso. Ja, Sergio, sei nicht so knauserig. Schenk mir und 2 Irene Carmona noch etwas Wein ein. Valerio Carmona sagte mit leicht verschlüsselter Zunge. El hombre apartaba la mirada cada vez que Marina se detenía en el más de 2 segundos. Nein, dachte das Mädchen für sich. Es war definitiv er. Valerio wurde nervös, und in diesem Moment fiel es selbst Marina schwer zu sagen, warum. Weil er das großzügige Mädchen wiedererkannt hatte, das ihm eine Tüte mit Sandwiches gegeben hatte, oder weil sein Sohn ihm die Möglichkeit genommen hatte, auf Kosten anderer zu trinken. Mach dir keine Sorgen, sagte Marina zu ihm und schaute dabei fragend ihren Geliebten an. Möchtest du, dass ich dir Calzone mit Fleisch bringe? Es ist hausgemacht. Ich habe sie heute Morgen gemacht. Valerio murmelte etwas als Antwort und Marina stand von ihrem Stuhl auf. Sie wollte dem Mann den Salatteller wegnehmen. Irene konnte immer noch nicht aufhören, ihren Teil des Garnelensalats zu essen, hin und wieder nahm sie einen Schluck Wein aus ihrem Glas. Als Marina den Teller über den Kopf des Mannes hob, strich sie mit ihrer Hand durch sein Haar. In demselben Augenblick fiel die große flauschige Perücke mit einem leisen Rascheln auf den Holzboden des Wohnzimmers und enthüllte eine vertraute kahle Stelle. Oh, Valerio Carmona, es tut mir leid.
Ich bin so tollpatschig, rief die junge Dame aus und schaute dem Obdachlosen direkt in die Augen. Sergios Vater erstarrte vor Angst und Scham. Er wusste nicht, was er tun und was er zu seiner vermeintlichen Schwiegertochter sagen sollte. Was Sergio selbst betraf, so wurde sein Gesicht rot. Eine große Ader schwoll auf seiner Stirn an. Marina befürchtete für einen Moment sogar um den alten Mann. Sein Sohn schaute ihn mit solchem Hass an. Es schien, als würde Sergio ihn mit seinem wütenden Blick in Flammen setzen. Marina hatte ihren Verlobten noch nie so gesehen. Und was sie sah, beunruhigte und faszinierte sie zugleich. Mehrere lange Sekunden herrschte absolute Stille im Wohnzimmer. Dann gelang es Irene plötzlich, die Situation zu entschärfen. Die Frau fing an zu lächeln und zu zwitschern wie ein kleiner Vogel, den man beim Klauen von Brotkrumen erwischt hatte. »Oh, Valerio! Das ist schon in Ordnung, nimm deine Perücke schnell wieder auf. Kannst du nicht sehen, wie du das Mädchen in Verlegenheit gebracht hast?« Sergios Mutter ging energisch auf ihren Mann zu und setzte ihm geschickt das Kunsthaar wieder auf den Kopf. »Das ist besser so.« Sie kümmerte sich um den älteren Bettler. »Verdammt nochmal die Hersteller!« Die haben angefangen, Perücken zwei Größen größer herzustellen. Jesus, wie peinlich! Ugh! Irene lachte unbeholfen, aber Marina gab vor, wirklich für ihren peinlichen Fehler zu bedauern. Der Rest des Abends verlief ereignislos. Sergios Mutter versuchte Marina mit Fragen über ihr Leben, ihre Lieblingshobbys und ihren Beruf zu überschwemmen. Irgendwie versuchte sie von Sergios stummem Kampf mit Valerio abzulenken. Er und Sergio starrten sich an wie ein Wolf auf einen Hasen. Marina war völlig verwirrt über das, was vor sich ging. Beim Verlassen des Hauses mit seinen Eltern versprach ihr Sergio, am nächsten Tag wiederzukommen. Marina presste nur die Lippen zusammen. »Es ist so seltsam«, sprach Sergio zu ihr, als ob er sich entschuldigen würde. »Mach dir keine Gedanken. Sie haben gestern an einem sehr komplexen Deal gearbeitet, haben einer bekannten Bank bei einer Investition in ein vielversprechendes IT-Projekt beraten. Wahrscheinlich waren sie ein wenig gestresst, nehme ich an. Mein Vater mag guten Wein. Nun ja, erst nach erfolgreichem Abschluss der Arbeit. Alles in Ordnung, meine Liebe. Ich verstehe das, lob Marina. Deine Eltern sind wirklich großartig. Sie sind so, ausdrucksstark. Sergio küsste seine Geliebte und lächelte. So charmant wie immer. Mach dir um nichts Sorgen. Sie mögen dich sehr. Das weiß ich ganz sicher. Sergio verließ und Marina versuchte, alle Fakten zu analysieren. Obwohl sie sich nicht ganz sicher über Irene Carmona war. War diese Frau die echte Mutter ihres Verlobten? Gleichzeitig war ihr alles klar über Valerio Carmona. Der Mann war ein Armer. Ein armer Obdachloser, der einfach gebadet, rasiert, angezogen und zu ihr nach Hause gebracht worden war, aus irgendeinem unverständlichen Grund. Aber warum hatte Sergio diese Maskerade gemacht? Was war der Sinn dahinter? Das Mädchen liebte ihn bereits und war bereit, ihn so zu akzeptieren, wie er war, selbst wenn er keine reichen Eltern hatte. Und sein letzter Teil über den Deal und die Beratung der Bank wirkte lächerlich. Menschen wie Irene und Valerio Carmona konnten keine Finanziers sein. Sogar Marina, die nur einen Higgs-Schulabschluss hatte, verstand das. Das Mädchen kam zu dem Schluss, dass ihr Verlobter ihr viele Dinge verschwiegen hatte und daher entschlossen war, die Wahrheit um jeden Preis herauszufinden. Am nächsten Tag hatte Marina frei. Sie hatte sich mit Sergio verabredet, sich abends im Stadtpark zu treffen, um zusammen zu entspannen. Dort sollte eine schöne Laternenshow stattfinden und Marina wollte unbedingt an diesem Abend dorthin gehen. Als die beiden jungen Leute die besten Plätze zum Betrachten der Show ausgewählt hatten, beschloss Marina, keine Zeit zu verschwenden und fragte ihren Geliebten nach dem, was in der Nacht passiert war, als sie zusammen mit seiner Familie zu Abend gegessen hatten. Sergio, es tut mir leid, ich fühle mich wirklich unwohl dabei, dich das zu fragen, aber ich muss es trotzdem tun. Sag mir bitte, warum musste dein Vater diese dumme Perücke tragen? Man konnte sehen, dass sie ihm nicht passte. Sie stand ihm überhaupt nicht. Überraschenderweise nahm Sergio die Frage ruhig auf. Er füllte nur seine Brust mit Luft, bevor er antwortete. Ich verstehe, meine Liebe. Wahrscheinlich war das ein wenig verwirrend für dich, aber das ist das Minderwertigkeitsgefühl meines Vaters. Da können wir nichts dagegen tun. Weißt du, er war ein Sänger, als er jung war.
Er schaffte es, mit seinen Liedern im ganzen Land herumzureisen. Damals kannten ihn viele Leute als jungen Künstler mit sehr dicken, schönen Haaren. Er hatte sogar einen passenden Spitznamen, Leon Valerio. Wirklich? Fragte Marina überrascht. Na gut. Das wusste ich nicht. Das ist sehr interessant. Ja, seufzte der Junge. Es gab fast Legenden über seine Haare damals, womit er sie wusch, um sie so lockig und seidig zu machen, wie er sich darum kümmerte. Weißt du, auch die Mädchen haben auf meinen Vater geachtet, also hat er versucht, tadellos auszusehen. Aber dieser Erfolg hielt nicht lange an. Was ist passiert? Fragte das Mädchen mit echter Aufregung. Ich weiß es nicht genau, antwortete Sergio langsam, sorgfältig die Worte wählend. Mein Vater hat immer gesagt, dass es war, als ob er verflucht worden wäre. Als er 30 wurde, begannen seine Haare drastisch auszufallen, und schon bald war von seiner früheren Haarpracht nichts mehr übrig. Aber ich nehme an, dass das auf Genetik zurückzuführen ist. Und dann hatte er einen stressigen Job. Ständiger Stress durch Geldtransaktionen, Berechnung von Risiken. Ich nehme an, das alles spielte auch eine Rolle. Zu Hause trägt Papa keine Perücke. Zum Glück hat meine Mutter ihn immer geliebt, egal ob er Haare hatte oder nicht. Aber vor Fremden fühlt er sich ohne Perücke nicht wohl. Ich habe mich eigentlich die ganze Nacht deswegen mit ihm gestritten. Ich wollte nicht, dass er diese dumme Perücke trägt. Aber mein Vater war immer stur. Wenn er sich einmal etwas vorgenommen hatte, kann ihm niemand davon abraten. Er sagte, soll ich meine zukünftige Schwiegertochter etwa ohne meine Haare treffen? Das ist nicht sehr nett. Das ist, wie es war. Marina konnte nicht mehr zwischen Wahrheit und Lügen unterscheiden. Ihr Verlobter hatte ihr alles so gut und logisch erklärt, dass das Mädchen jetzt daran zweifelte, ob Sergios Vater und dieser Obdachlose dieselbe Person waren oder nicht. Er hätte sich nicht so viele Sorgen machen sollen. Es ist mir völlig egal, wie dein Vater aussieht, antwortete Marina in entschuldigendem Ton. Es tut mir leid, dass ich so unhöflich war, Sergio. Ich habe aus einem Grund danach gefragt, siehst du, und sie erzählte ihm von ihrer jüngsten Begegnung mit Valerio Carmona. Als Antwort lachte der junge Mann nur. Er lachte laut und gab dann vor, nicht zu verstehen, wovon sie sprach. Nun, du hast mich wirklich überrascht. Mein Vater ist ein Obdachloser? Wie kommst du auf solchen Unsinn? Natürlich irrst du dich, Liebes. Du hast 10 Stunden lang stehend gearbeitet und es ist drinnen ein bisschen stickig. Am Ende des Tages kannst du dir da viel mehr vorstellen. Danach versuchte Marina, das Thema zu wechseln. Sie lächelte und schlug vor, ihnen etwas Eis zu kaufen, damit es noch interessanter war, die bunten Lichter der Laternen um sie herum zu betrachten. Als der Mann ging, um eine kalte Nachspeise zu kaufen, begann das Mädchen nachzudenken. Alles könnte passieren und sie könnte sich irren, jemanden verwechseln, aber diesmal nicht. Marina war sich zu 100% sicher über ihre Schlussfolgerungen und sie verstand nicht, warum ihr Verlobter ihr gegenüber log. Gleichzeitig wollte sie sich nicht mit ihrem Geliebten streiten. Sie hatte doch die zartesten, tiefsten Gefühle für ihn, also musste sie vortäuschen, dass sie ihm glaubte und dass alles zwischen ihnen so gut war wie zuvor. In den nächsten Wochen streifte Marina nach der Arbeit durch die ärmsten Viertel der Stadt und hoffte, den Obdachlosen zu treffen, der so geschickt die Rolle des Finanziers gespielt hatte. Das Mädchen kämpfte sich durch Dutzende von Kellern, leeren Gebäuden und besuchte sogar mehrere Heizwerke. Schließlich lächelte das Glück ihr zu. Es kostete sie viel Mühe, eine Gruppe von Obdachlosen zu finden, und sie fand ihren neuen Freund unter ihnen. Valerio Carmona saß neben einem großen, rostigen Fass, wie es die Gärtner im Frühling benutzen, um Müll zu verbrennen, und genoss offenbar die warmen Flammen, die vom Feuer ausgingen. Als er Marina sah, begannen die anderen Obdachlosen sie sofort unfreundlich anzusehen. Was will diese feine Dame hier? Aber die angehende Köchin war nicht erschrocken. Als sie auf der Hickschule war, sah sie alle möglichen Menschen, die sogar ihr Haus besucht hatten, also hatte sie keine Angst vor Bettlern. Guten Abend, Valerio Carmona, sagte Marina, als sie sich dem alten Mann näherte. Du siehst heute nicht gut aus. Der Obdachlose schaute sie ängstlich an und wollte sofort gehen, aber sie hielt ihn auf. Sie nahm ihn am Ärmel und stellte ihm eine Frage, dabei schaute sie ihm direkt in die Augen. Warte, bitte. Ich werde dir nichts antun. Ich will nur die Wahrheit wissen.
Bist du wirklich Sergios Vater? Der Obdachlose kämpfte darum, sich von Marinas Griff zu befreien, und murmelte dann schnell mit heiserer Stimme, du musst dich irren, junge Dame. Ich bin nicht derjenige, den du suchst. Marina schüttelte den Kopf. Aber du erinnerst dich an mich, das sehe ich. Was ist mit dir passiert? Bitte, versuche mich zu verstehen. Selbst wenn du ein Alkoholiker bist und alles verloren hast, mache ich dir keine Vorwürfe. Meine Eltern waren Alkoholiker und sind an einer Alkoholvergiftung gestorben. Aber ich habe sie trotzdem geliebt. Ich gebe nur mir selbst die Schuld, dass ich sie nicht gerettet habe. Marina wurde es müde, den Obdachlosen festzuhalten, der immer noch versuchte, sich zu befreien, und ließ den Ärmel seines alten, abgenutzten Mantels los. In demselben Augenblick glänzten große Tränen auf ihrem Gesicht. Warum tust du mir das an? Ich will nur verstehen. Marina bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und weinte lautlos. Vagab Kondo, der es geschafft hatte, ziemlich weit von dem Mädchen wegzulaufen, blieb plötzlich stehen, als er ihre letzten Worte hörte. Er drehte sich nach einem Moment um, und als er sah, dass das Mädchen vor Schluchzen zitterte und leise weinte, ging er mit schleppendem Gang zurück. Seit ihrem letzten Treffen begann Valerio deutlich schlechter zu hinken, er stützte sich beim Gehen stärker auf sein linkes Bein. Beruhige dich, mein Kind. Dein Verlobter ist nicht mein Sohn. Er ist ein Betrüger und Lügner. Sieh, wie ich jetzt gehe. Er hat das mit mir gemacht. Er war in jener Nacht, als wir dein Haus verlassen haben, so wütend. Er war wie ein tollwütiger Hund und hat mich auf dem Rückweg, mitten auf der Straße, verprügelt. Jesus! Das kann nicht wahr sein. Marina konnte es nicht glauben. Ich habe keinen Grund, dir zu lügen. Er blieb standhaft und sagte dann. Aber warum tut er das alles? Fragte sie, und der Bettler zuckte mit den Händen. Wie soll ich das wissen? Ich habe nicht nach Verwandten gesucht. Er hat mich selbst auf dem Markt gefunden. Er bestand darauf, gib dich vor meiner Freundin als mein Vater aus, ich werde dich gut bezahlen. Er hat mich in die Bäder gebracht, zum Friseur. Er hat mich sogar dazu gebracht, diese falschen Haare aufzusetzen. Aber am Ende hat er mir nicht einmal bezahlt. Er sagte, ich hätte meine Rolle nicht richtig gespielt. Nicht überzeugend genug. Einen Moment, unterbrach ihn Marina. Meinst du, Irene Carmona? Ja, versicherte der Bettler ihr. Sie ist eine von uns. Irene Lapida. Das ist ihr richtiger Name. Manchmal gräbt sie Gräber aus und verkauft dann alles, was sie findet. Deshalb hat sie diesen Spitznamen. Marina fühlte sich unwohl. Das Mädchen begann zu zittern und ihre Hände wurden kalt. Mein Gott! Wie lebst du hier? Fragte sie den Obdachlosen mit zitternder Stimme. Er setzte sich nur auf eine alte Kiste und stöhnte ständig. Tja, was können wir sonst tun? Ich habe nicht immer auf der Straße gelebt. Die Menschen können in verschiedene Situationen geraten. Ich war auch nicht lange auf dem Festland. Ich bin ein Seemann. Ich habe 18 Jahre auf einem Handelsschiff gearbeitet. Ich wollte immer mehr Geld verdienen, um es meiner Frau und meiner Tochter zu schicken. Für die Ausbildung meiner Töchter und ein schönes Leben für meine Frau. Und dann gerieten wir in einen Sturm. Das war ein harter Moment für alle. Aber mich hat es schwer getroffen. Sie sagten, ich hätte Glück gehabt, am Leben zu sein. Es hätte schlimmer sein können. Kurz gesagt, sie haben mich entlassen, als wäre ich ein fehlerhafter Navigator. Sie haben mich nach Hause geschickt. An dieser Stelle hielt Valerio einen Moment inne und wischte sich leise eine Träne aus dem Gesicht. Ich kehrte nach Hause zurück, und dort war alles klassisch. Meine Frau lebte schon seit ein paar Jahren mit ihrem Liebhaber zusammen, und meine Tochter wollte mich nicht einmal kennenlernen. Sie sagte, warum brauchen wir einen alten, behinderten Mann ohne Geld? Also musste ich vom Seewolf zur Landratte werden. Verzeih mir, ich hätte dich nicht so angehen dürfen, sagte Marina mitfühlend. Hier, nimm das. Ich habe wirklich nicht viel Geld, aber es sollte reichen, um irgendwo zu schlafen und etwas zu essen. Der alte Seemann lehnte nicht ab und bedankte sich herzlich. Du bist ein guter Mensch, Marina. Ich wünschte, ich könnte dir meine Tochter vorstellen. Sie könnte viel von dir lernen. Auf dem Heimweg konnte Marina nicht aufhören, sich zu fragen, was gerade in ihrem Leben vor sich ging. Und warum hatte ihr Verlobter dieses ganze Zirkus veranstaltet?
Es war schwer für das Mädchen sich vorzustellen, dass Sergio einen armen, unschuldigen alten Mann verprügeln könnte. Andererseits, sie hatte gesehen, wie sich sein Gesicht beim Abendessen verändert hatte. Was ist, wenn der Bettler sich versehentlich selbst verletzt hatte und beschloss, es Sergio anzuhängen? Was ist, wenn ihr Geliebter einfach zu beschämt war, ihr zu gestehen, dass er ein Waise ist? Eins ist klar, er hat keine multimillionenschweren Eltern. Offensichtlich konnte Sergio ihr nicht die ganze Wahrheit sagen, deshalb inszenierte er diese ganze Show mit gefälschten Verwandten. Marina wollte die Situation nicht eskalieren lassen, denn sie liebte Sergio immer noch und wollte ihn heiraten. So seltsam diese ganze Geschichte auch war, beschloss sie, nicht vorschnell zu handeln und alles herauszufinden. Also rief sie ihre Freundin T an und bat sie, sich am nächsten Tag in einem Café zu treffen. Meine Freunde haben mich schon um allerlei Dinge gebeten, aber noch niemand hat mich je gebeten, einem Verlobten zu folgen. Das ist mir noch nie passiert. T saß mit einer Tasse Kaffee in den Händen da und starrte Marina mit einer Mischung aus Neugier und Überraschung an. Bitte, T, ich brauche wirklich deine Hilfe, drängte sie ihre Freundin. Wenn Sergio herausfindet, dass ich ihm folge, wird alles nur noch verwirrender. Er erzählt mir nichts und lügt offensichtlich, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Okay, okay, beruhigte ihre Freundin sie. Das ist nur eine Art unerwartete Bitte. Marina, ist dir bewusst, dass wir etwas über ihn herausfinden könnten, das dir nicht gefällt? Was wirst du dann tun? Ihre Freundin dachte einen Moment nach, dann zuckte sie mit den Schultern und antwortete einfach: Ich weiß es nicht. Das Einzige, worin ich absolut sicher bin, ist, dass mein Verlobter mir etwas verheimlicht, und ich werde keine ruhige Nacht haben, bis ich herausfinde, was es ist. Die Mädchen vereinbarten, sich in einer Woche am selben Ort wieder zu treffen, und als sie sich endlich wieder trafen, war die dunkler als eine Gewitterwolke. Leider, Marina. Ich habe keine guten Nachrichten, tut mir leid. T kam gleich zur Sache. Sergio betrügt dich. Was? Marina konnte ihren Ohren nicht trauen, aber sie vertraute T mehr als sich selbst, schließlich kannten sie sich seit der ersten Klasse. Ja, anfangs dachte ich auch, ich hätte mich geirrt, aber dann hast du mir sein Foto geschickt und ich habe verstanden, da kann kein Fehler sein. Dein Sergio mietet alle paar Tage ein schickes Auto und geht mit diesem Hottie in ein Hotel. Die holte ein großes modernes Smartphone aus ihrer Handtasche und zeigte Marina einige Fotos, die sie heimlich im Hotelrestaurant und von einem zuverlässigen Ort auf der anderen Straßenseite gemacht hatte. T musste mehrere Stunden im Café verbringen, um auf das Verlassen des Liebesnestes des Paares zu warten. Marina schaute sich die Bilder an und fühlte, wie Übelkeit in ihrer Kehle aufstieg. Es war wirklich ein Bild von ihrem Sergio. Nur in einem teuren Mercedes und in Begleitung eines wunderschönen Mädchens mit langen goldenen Haaren, die wie ein Wasserfall über ihren schlanken Rücken flossen. Eine Welle der Panik drohte sie zu überwältigen. Her, wie widerlich. Marina gab das Telefon ihrer Freundin zurück. Lösche bitte alles. Ich habe keine Kraft, es mir anzusehen. Marina, mach dir keine Sorgen, versuchte T sie zu trösten und löschte dabei gleichzeitig die kompromittierenden Fotos. Also, Sergio entpuppte sich als Verräter. Aber das ist nicht das Ende der Welt. Die meisten Männer betrügen ihre Frauen. Du wirst definitiv einen Mann finden, der tausendmal besser ist als Sergio. Und dieser Mistkerl. Lass ihn gehen, er verdient dich nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nein, T, du verstehst nicht. Aber ich verstehe es auch nicht. Warum wollte er eine Beziehung mit mir aufbauen, wenn er jemanden besseren als mich hatte? Er hat mir ehrlich gesagt, dass er mich als seine zukünftige Ehefrau sieht, also was war der Sinn von allem? Dann hatte T eine geniale Idee. Hör mal, Mädchen, vielleicht will er etwas anderes von dir. Vielleicht ist er nur ein Gauner? Ach komm schon, lehnte Marina die Idee sofort ab. Was könnte er schon von mir wollen? Ich habe nichts, ich bin seit meiner Kindheit arm. Und was ist mit deinem Haus? Fragte T. Was ist mit dem Haus? Das Haus ist nur eine alte Steinkiste mit vier Wänden und einem Dach, das im Frühling undicht wird. Es muss repariert werden. Fragwürdiger Nutzen für einen Mann, der es sich leisten kann, einen Mercedes zu mieten. Nun ja, da hast du recht, überlegte T und schlug dann plötzlich vor. Hör zu, warum erzählen wir es nicht Timoteo? Er ist ein schlauer Kerl, auch wenn diese Muskelpakete aus seiner Abteilung immer versuchen, ihn zu ärgern.
Jeder auf der Polizeistation weiß, dass ohne meinen Bruder die Hälfte der Fälle immer noch ungelöst wären. Schließlich ist Köpfchen benutzen nicht wie unüberlegt mit einer Waffe umgehen. T bezog sich auf ihren Zwillingsbruder, Timoteo. Der Mann hatte beeindruckende analytische Fähigkeiten und träumte außerdem immer davon, den Menschen zu helfen. Nicht überraschend also, dass er nach dem Abschluss der Polizeischule sofort einen Job als Ermittler auf der örtlichen Polizeistation bekam. Allerdings waren viele seiner erfolgreichen Kollegen einfach neidisch auf die intellektuellen Fähigkeiten des jungen Ermittlers und belächelten absichtlich seine Würde, indem sie ihm nur die unbedeutendsten Fälle überließen und ihn als Berater einsetzten. Timoteo war sich bewusst geworden, dass er zum Außenseiter in der Runde der weit brutaleren Kollegen geworden war, die Gewalt anstatt Intelligenz einsetzten. Tees Bruder ließ sich jedoch nicht entmutigen und hoffte darauf, einen Fall zu bekommen, der ihm helfen würde, nicht nur die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten auf sich zu ziehen, sondern auch seinen Partnern zu beweisen, dass auch er ein würdiger Profi war. Auch wenn er körperlich nicht so entwickelt war wie sie. Glaubst du, dein Bruder kann mir helfen? Marina schaute skeptisch zu ihrer Freundin und fragte erneut. Aber ich sollte wahrscheinlich eine Anzeige erstatten. Werden wir ihn nicht von anderen wichtigen Aufgaben ablenken? T winkte nur ab und lachte leise. Glaub mir, er wird dir danken, dass du ihm einen so interessanten Fall gebracht hast. Und du musst dir keine Sorgen um Bürokratie machen. Ich werde ihm mitteilen, dass es eine persönliche Bitte ist. Die Ermittlung wird inoffiziell durchgeführt. Schließlich bin ich die Schwester eines Polizisten. Noch am selben Abend rief die ihren Bruder an und bat ihn, sich mit ihrer Freundin zu treffen. Als das Mädchen dem jungen Ermittler alles erzählte, versprach er ihr, die Wahrheit unbedingt herauszufinden. Es gibt etwas in deiner Geschichte, das mich neugierig macht, Marina. Glaub mir, ich werde mein Bestes tun, um herauszufinden, was deinen Verlobten dazu gebracht hat, das zu tun. Wie von der Schwester gewünscht, war nur Timoteo in den Fall Fasquets involviert. Niemand aus dem Bereich der Strafverfolgung erfuhr je davon. Außerdem war der Mann sich sicher, dass es mehr als nur die Launen des emotional instabilen Sergio gab. Timoteo begann, nach Informationen zu suchen, jedes Detail genau zu betrachten. In diesem Moment war er wie ein Jagdhund, der endlich die richtige Spur gefunden hatte. Es war nicht einfach, an die notwendigen Informationen zu gelangen, aber Timoteo war ein Mann der alten Schule und scheute sich nicht, im Schlamm der ländlichen Anstalten zu wühlen, keine Angst vor kurzen Interviews mit vielen Zeugen und einfachen Leuten, die möglicherweise etwas über Marinas und ihre Familiengeschichte wussten. Schließlich, 3 Wochen später, rief Timoteo an und schlug vor, sich erneut zu treffen, und teilte mit, dass er sehr interessante Informationen gefunden habe. Am Telefon erwähnte der Ermittler nicht, dass diese Informationen ihn schockierten. Das war etwas, das er nie erwartet hatte herauszufinden. Guten Morgen, Marina Fasquets, begrüßte Timoteo sie. Es freut mich, dass Sie so schnell kommen konnten. Ich habe heute einen Tag frei genommen, antwortete sie. Sie hatten während der laufenden Ermittlungen keinen Kontakt zu Ihrem Verlobten, wie ich gebeten habe, oder? Richtig, antwortete sie vorsichtig. Sie fand diese Bitte seltsam, aber Timoteo bestand darauf, dass sie während dieser Zeit versuchen solle, etwas Distanz zu Sergio zu halten, damit er sie in keiner Weise beeinflussen könne. Andernfalls würde sie die Fakten, die der Ermittler ihr gleich präsentieren würde, nicht richtig bewerten können. In Ordnung, nickte Timoteo. Glauben Sie mir, ich habe Sie nicht umsonst darum gebeten. Tatsache ist, dass ich etwas über Ihre leiblichen Eltern herausfinden konnte. Leibliche Eltern? Marina verstand nicht. Warte. Ich weiß alles über meine Familie. Prudencia und Nicolas Fasquets sind elendige Menschen, aber es gibt etwas, das sie nicht wissen, sagte der junge Polizist. Prudencia Fasquets und Nicolas Fasquets haben sie die meiste Zeit ihres Lebens aufgezogen. Aber sie kamen zu ihnen, als sie bereits 1 Jahr alt waren. Marina spürte, wie ihr Blutdruck schlagartig sank. Ihre Hände wurden in einem Augenblick kalt, und es erklang ein unheilvolles Klingeln in ihren Ohren. Und? War alles, was sie hervorbringen konnte. Timoteo nahm einen großen Schluck heißen Tee, bevor er weitersprach. Tatsache ist, dass die Familie Fasquets sie adoptiert hat, erklärte der Ermittler und legte Kopien einiger Dokumente aus einer schönen Ledertasche vor der schockierten Marina ab. Sie waren nur eine Ergänzung zu dem Haus, in dem sie jetzt leben, wenn ich das so sagen darf.
Marina versuchte, die Papiere zu lesen, aber die Zeilen vor ihren Augen begannen zu tanzen. Vor Aufregung konnte sie kein Wort verstehen. "Ich verstehe überhaupt nichts", sagte sie offen. "Wer hätte mir das antun können?" Timoteo lächelte sanft, eine professionelle Leidenschaft kam in ihm zum Tragen. "Und jetzt wird es interessant." Der Mann holte etwas aus seiner Tasche, das sorgfältig in Plastik eingewickelt war. Es stellte sich heraus, dass es Marinas echte Geburtsurkunde war. Allerdings waren die Namen ihrer Eltern völlig anders. Ihre leiblichen Eltern sind Ella und Javier Pascual, sie waren früher erfolgreiche Unternehmer. "Warum früher?" fragte Marina erneut. "Sind sie bankrott gegangen? Warum haben sie mich weggegeben? Warum haben sie mich nicht ins Waisenhaus gebracht, sondern direkt zu den Fasquets, wenn sie wussten, dass sie so viel trinken?" Marina war bereit, Timoteo mit Fragen zu überhäufen, aber er hob beschwichtigend die Hände. "Warte, warte, Marina Fasquets, keine Eile, beruhige dich. Deine Eltern, Ella und Javier, sind gestorben, als du ein Jahr alt warst. Sie sind bei einem schrecklichen Autounfall ums Leben gekommen. Sie kehrten von einem wichtigen Geschäftstreffen zurück, und die Autobahn war in dieser Nacht mit Eis bedeckt, so sehr, dass ihr Fahrer das Auto einfach nicht mehr kontrollieren konnte. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Unfall handelte." Marina schwieg eine Minute lang und dachte nach. Sie hatte keine Zeit, ihre leiblichen Eltern kennenzulernen und hat sie verloren. Nun fühlte sich das Mädchen etwas verbittert. "Also, wer?" Sie beendete die offensichtliche Frage nicht. "Es war ein sogenannter Freund der Familie Pascual, jemand namens Rubalcaba, der das getan hat." "Xavi Rubalcaba", sagte Timoteo und holte erneut einige alte Fotos aus der Mappe. Es waren Bilder ihrer leiblichen Eltern. Junge, glückliche Menschen mit der kleinen Marina in den Armen. Sie lächelten in die Kamera. Der große, dunkelhaarige Mann, dessen Gesicht Marina aus irgendeinem Grund bekannt vorkam, war auf den Fotos immer präsent. Rubalcaba wurde fast sofort nach dem Tod des Pascual-Paares ihr rechtlicher Vormund. Er hat angeboten, sie aufzunehmen. "Wie edel", sagte Marina unwillkürlich. "Das dachte ich anfangs auch", sagte der Ermittler. "Aber leider. Es stellte sich heraus, dass es nur eine Maske, eine Tarnung für seine wahren Absichten war. Sein eigentliches Interesse an der Adoption war ziemlich einfach und selbstsüchtig. Ein Freund ihrer Eltern erwartete, das ganze Geld zu bekommen, als einziger Vormund ihrer minderjährigen Tochter." Marina fühlte sich tief enttäuscht. Offenbar spiegelte sich das auf ihrem Gesicht wider, denn Timoteo sagte mit aufrichtiger Sympathie: "Ich verstehe, dass es für Sie unangenehm ist, das zu hören. Aber Rubalcaba erwartete tatsächlich, Zugang zu einem riesigen Vermögen zu haben, und sie waren für ihn nichts weiter als ein Schlüssel. Nur, dass er sich geirrt hat. Das Einzige, was er bekam, war eine riesige vierstöckige Villa in einer gehobenen Wohnanlage. Alles andere war auf ihren Namen eingetragen. Buchstäblich alles. Aber ich habe nie von irgendwelchem Geld gehört", sagte das Mädchen und schüttelte den Kopf. "Selbst wenn mir ein Erbe zusteht, haben die Eltern der Fasquets nie davon gesprochen, sie haben nie etwas gesagt, sie haben einfach nur Alkohol getrunken. Das hätten sie ihnen nie gesagt. Ich meine, sie hätten den einzigen Ort verloren, den sie hatten, ihr Haus", offenbarte der Polizist. "Es war das zweite Haus der Familie Pascual, das sie irgendwann renovieren und dann an Einzelpersonen vermieten wollten. Rubalcaba kannte das Haus, genauso wie er wusste, dass sie erst mit 18 Jahren an das Geld herankommen konnten. Bis dahin waren alle Konten ihrer Eltern in einem speziellen Schließfach blockiert, und der Code und die Kontodaten selbst sind noch irgendwo versteckt." Marina wirbelte der Kopf von dem Gehörten. "Wie kann das sein? Also hat Rubalcaba nie das Geld bekommen?" fragte Marina. "Genau", antwortete Timoteo. "Als Rubalcaba keinen Cent von seinen Freunden erhalten hatte, entschied er, dass es keinen Sinn mehr machte, sie zu unterstützen. Aber er wollte sie nicht alleine lassen, also fand er das Ehepaar Fasquets in dem Dorf, in dem das Haus liegt. Zu dieser Zeit hatten sie noch nicht so viel getrunken und waren durchaus in der Lage, sich um ein Baby zu kümmern, zumal er ihnen einen kostenlosen Aufenthalt in diesem Haus versprochen hatte. Mit anderen Worten, er hat mich einfach losgeworden", schlussfolgerte Marina. "Nun ja, er erwartete, dass sie sich um sie kümmern würden, während er in ihrem angestammten Anwesen nach versteckten Dokumenten suchte.
Eine Hausangestellte, die früher für die Familie Pascual gearbeitet hat, bestätigte, dass Rubalcaba bei jedem Safe im Haus geknackt hat. Allerdings hat er nichts gefunden. Am Ende blieb ihm nur diese Villa und schwache Hoffnungen, reich zu werden. Vor einem Jahr ist ihr erster Vormund gestorben. Marina seufzte tief. Das ist die Geschichte, sagte sie nachdenklich. Ich kann es nicht fassen. Wenn meine leiblichen Eltern nicht gestorben wären, könnte mein Leben jetzt ganz anders sein. Das Mädchen schaute aus dem Fenster und fühlte, wie ihre Seele allmählich von endlosen Bedauern überflutet wurde. Nach einer Sekunde riss sich Marina zusammen und schaute den Polizisten wieder an. Nun, was hat Sergio damit zu tun? Du hast gesagt, dass du auch etwas über ihn herausgefunden hast. Timoteo senkte den Blick und zögerte ein wenig, als ob es ihm unangenehm war, die folgenden Worte zu sagen. Ja. Tatsache ist, dass Rubalcaba einen Sohn hat. Sag mal, hast du dich jemals gefragt, wer die Familie deines Verlobten ist, oder zumindest nach seinem Nachnamen? Schließlich seid ihr schon lange zusammen, nicht wahr? Marina war ein wenig verwirrt. Deshalb habe ich dich engagiert, weil ich alles herausfinden wollte. Alles, was er sagte, war sein Nachname, Carmona. Und er hat mir von seinen Eltern erzählt, die aus einer Familie von Finanziers stammen. Und dann, Marina verstummte. Timoteo erkannte, dass sie verstand, was er sagen wollte. Er wollte sie nicht warten lassen und bestätigte ihre Befürchtungen. Der Sohn von Xavi Rubalcaba heißt Sergio. Wahrscheinlich hat er absichtlich einen anderen Nachnamen benutzt. Er hatte Angst, dass du misstrauisch werden könntest. Deshalb hat er diese Geschichte von reichen Eltern erfunden, damit du ihm sicher glaubst. Er hat zwar etwas Geld, aber nicht so viel, wie er vorgibt. Marina wollte nicht glauben, dass der Mann, den sie liebte, sie nur aus Profitgründen benutzte. Aber die Fakten sprachen dagegen. Das Mädchen wollte sich über die Absichten ihres Verlobten sicher sein und bat den jungen Polizisten um Hilfe. Timoteo stimmte zu. Er wollte Marina nicht nur dabei helfen, ihr Erbe zu retten, sondern sie auch vor möglicher Gefahr schützen. Am Ende der Woche rief Marina Sergio an und lud ihn am Samstag in ihr Haus ein, sich dabei entschuldigend, dass sie so lange weg war. Er sagte, er würde kommen, obwohl Marina an seiner Stimme erkennen konnte, dass er äußerst unglücklich über die plötzliche Kälte seiner Verlobten war. Am vereinbarten Tag traf das Mädchen den jungen Betrüger in einem neuen cremefarbenen Seidenkleid und mit einer eleganten Frisur. Marina sagte, sie habe dieses Kleid für ihn gekauft. Wow, du siehst heute so wunderschön aus, bewunderte Sergio, während er seiner geliebten Person einen üppigen Strauß Pfingstrosen überreichte. Ich frage mich, ob etwas Besonderes passiert ist, von dem ich wissen sollte, oder versuchst du dich nur dafür zu entschuldigen, dass du weg warst? Ich versuche mich zu entschuldigen. Ich hoffe, ich bin darin gut, flirte Marina mit ihm, während sie den Mann küsste und den engen Knoten seiner Krawatte löste. Ich habe mir vorgestellt, dass ich dich wegen meiner eigenen Dummheit verlieren könnte. Und das hat mich so erschreckt. Komm schon. Sie zog ihn mit sich. Im Wohnzimmer erwartet dich eine Überraschung. Sergio, durch diese unerwartete romantische Atmosphäre entspannt, folgte Marina leicht. Doch sobald er den weiten, hellen Raum betrat, erstarrte er an Ort und Stelle. Der obdachlose Valerio, der sich zuvor als sein Vater ausgegeben hatte, saß in einem alten Schaukelstuhl direkt vor dem großen Esstisch. Was zur Hölle ist das? Sergios Lippen wurden vor Spannung weiß. Was soll dieser Unsinn? Marina machte sofort unschuldige Augen. Was meinst du, mein Lieber? Schau mal, dein Vater und ich sind bereits Freunde geworden. Ich habe ihn zu einer Tasse Tee eingeladen, damit wir Zeit zusammen verbringen können, denn letztes Mal hat das nicht so gut geklappt. Er hat mir so viele interessante Dinge über dich erzählt. Möchtest du hören, was ich herausgefunden habe? Marina hatte den alten Bettler gefunden und ihn in ihr Haus eingeladen, nicht nur weil es Teil ihres und Timoteos Plans war, sondern weil das Leben des alten Seemannes wirklich schwierig war und Marina es in dieser Absteige wirklich leid tat. Deshalb schlug sie vor, dass der alte Mann zumindest für eine Weile in ihr Haus zieht. Sie wollte wirklich, dass Valerio seinen Lebensabend wie ein Mensch verbringt. Sergio erkannte sofort, dass er entlarvt war, und warf seine Maske eines fürsorglichen Verlobten ab. Was für ein Narr, sagte er wütend und versuchte nach draußen zu rennen, aber der Weg war durch einen versteckten Polizisten im nächsten Raum versperrt. Halt, Rubalcaba! Sergeant Soda, Polizei!
Sie sind unter dem Verdacht des Betrugs festgenommen. Wir wissen, dass Sie das Vertrauen von Miss Vasquez gewinnen wollten. Sagen Sie uns, was Sie als nächstes vorhatten, sie umzubringen. Sergio lachte überraschend nur sarkastisch auf, zum Erstaunen von Timoteo und Marina. Umbringen? Meint ihr das ernst? Wozu sollte ich das tun? Ich musste das Versteck finden. Was? Marina schaute ihn fragend an. Das Versteck, schon wieder? Oh. Also weißt du es schon, Sergio schaute den Polizisten, dann Marina und dann wieder den Polizisten an und sagte dann, na gut, dann weißt du, dass ich es nicht einfach so hätte stehen lassen können. Mein Vater hat mir vor seinem Tod gesagt, dass die Familie Pascual den Code für das Schließfach irgendwo versteckt hat, und ich wusste sofort, dass ich den Job zu Ende bringen musste. Er war es, der das ganze Erbe bekommen sollte, nicht du. Sergio schaute verächtlich auf Marina. Mein Vater hat sein ganzes Leben lang für diese reichen Freaks gearbeitet. Er hat an allen ihren Deals mitgearbeitet und jedem potenziellen Kunden den Arsch geküsst, nur damit sie Pascual und nicht ausländische Konkurrenten wählen. Und dann, dieser Unfall. Es ist traurig, aber das Schicksal hat entschieden, dass deine Eltern nicht dazu bestimmt waren, lange in dieser Welt zu leben. Aber mein Vater brauchte etwas Geld, um dich zu unterstützen und das Unternehmen weiterzuführen. Soweit ich weiß, hatte Xavier Ubalcaba genug Geld, um zu verhindern, dass Pascuals Unternehmen in den wirtschaftlichen Abgrund stürzt. Und außerdem hatte das Unternehmen selbst ein dediziertes Konto für den Fall höherer Gewalt, unterbrach Timoteo Sergios Rede. Ich befürchte, dass die einzigen Motive, die du und dein verstorbener Vater hattet, Neid und Gier waren, anstatt ein edler Wunsch, das Unternehmen zu retten. In dem Fall hätte er kein einjähriges Mädchen in die Hände eines betrunkenen Ausgestoßenen gegeben. Was weißt du schon vom Leben? Schrie Sergio ihn an. Mein Dad sagte, dass der Code für das Schließfach hier sein müsste, in diesem Haus. Wenn er nicht in der großen Villa war, musste er hier sein und auf ihn warten. Aber ich musste alles so machen, dass dieser Dummkopf nichts ahnt. Marina spürte, wie ihre Wangen vor gerechtem Zorn und Empörung rot wurden. Also musste ich all diesen Unsinn mit der Hochzeit und dem Treffen mit den Eltern erfinden. Wo hätte ich sonst die richtigen Leute finden sollen? Ein Obdachloser ist heutzutage eine relativ billige Währung. Was für ein Mistker. Ey, du bist, Sergio, sagte Marina wütend und versuchte, ihn mit ihren Blicken zu verbrennen. Ich dachte, wir hätten echte Gefühle, eine echte Beziehung. Übrigens weiß ich auch von deiner Geliebten. Also hätte es sowieso nicht geklappt. Du solltest vorsichtiger sein, wenn du eine reiche Braut umwirbst. Du hättest deine Abenteuer vor neugierigen Blicken verbergen sollen. In diesem Moment waren draußen die Sirenen zu hören. Timoteo hatte bereits Verstärkung gerufen und ein paar Minuten später betraten mehrere weitere Polizisten das Haus. Wenn es diesen Penner nicht gegeben hätte, hätte ich es geschafft, fluchte er den Obdachlosen, als sie ihn in Handschellen legten. Und du, verkauf weiter deine Kupkakes. Die sind sowieso alle fade. Genau wie du. Als Abschied schickte Sergio dem Mädchen einen Luftkuss, doch er tat es so hässlich und vulgär, dass Marina Tränen des Schmerzes und der Demütigung kaum zurückhalten konnte. Mach dir keine Sorgen, versuchte Timoteo sie zu trösten, jetzt wird er für eine lange Zeit keine Kupkakes mehr kosten. Weder deine noch die von jemand anderem. Er wird für etwa 7 Jahre ins Gefängnis gehen. Dann erhellte sich Timoteos Gesicht mit einem verschmitzten Lächeln. Marina, willst du versuchen, das Versteck zu finden? Vielleicht ist etwas Wichtiges darin. Es wird dir auch helfen, alles, was passiert ist, aus dem Kopf zu bekommen. Glaubst du, das Mädchen schaute ihn mit tränenfeuchten Augen an. Der Mann zuckte mit den Schultern und begann dann zu suchen. Marina half dem Polizisten aktiv und nach ein paar Stunden fanden sie eine kleine versteckte Nische in der Wand, die sich in einem der Zimmer im zweiten Stock befand. Lass uns sehen, was sich darin befindet, sagte Timoteo und zog den Inhalt des Verstecks vor einer erstaunten Marina heraus. Einen Moment später reichte er dem Mädchen einen Umschlag und eine kleine hölzerne Schachtel. Es war ein Wunder, dass es nicht von der Zeit beschädigt wurde. Der hervorragende Lack muss es gerettet haben. In der Schachtel befand sich ein kleiner Zettel, der viermal zusammengefaltet war und den Code für das Schließfach in der Bank enthielt, mit nicht auslöschbarer Tinte geschrieben. In dem Brief beklagten die Eltern, dass sie so wenig Zeit mit ihrer Tochter verbringen konnten.
Das Ehepaar Pasquale hatte bereits eine Vorahnung von ihrem Schicksal und vermachte ihr gesamtes Vermögen im Namen ihrer kleinen Tochter. So stellte sich heraus, dass eine gewöhnliche Kupkake-Verkäuferin, die davon träumte, eine Konditorin zu werden, eine echte Millionärin war, und sie wusste 20 Jahre lang nichts davon. Das Erste, was Marina tat, war das, wovon sie so lange geträumt hatte: sie renovierte das Haus komplett. Valerio half ihr so gut er konnte. Das Mädchen ließ ihn in ihrem Haus wohnen. Und jetzt hatte der alte Seemann endlich ein richtiges Zuhause. Marina wurde für ihn wie eine Tochter, zumal sie begann, sich mit Timoteo zu treffen, und der ehemalige Obdachlose mochte und respektierte ihn wirklich. Der Polizist wurde für die brillante Lösung des Falls der Familie Pasquale befördert, und die ganze Abteilung begann ihn wirklich zu respektieren. Im Gegensatz zu Sergio war er nicht auf die Vorteile der Beziehung zu Marina aus, sondern liebte und respektierte das Mädchen aufrichtig, und sie erwiderte dies mit gegenseitiger Liebe und Wärme ihres Herzens. Eines Tages, als Timoteo am Tatort eintraf, fand er dort einen kleinen Korb. Zu seiner Überraschung befand sich darin ein kleines Baby. Der Junge schlief friedlich und lutschte an seinem Daumen. Jemand hatte das Baby hier gelassen, bevor die Polizei eintraf. Das war das erste Mal, dass Timoteo mit so etwas konfrontiert wurde, und er wusste nicht, was er tun sollte. Der Polizist wollte den Jungen nicht in ein Waisenhaus stecken, also beschloss er nach einem Gespräch mit seiner Verlobten, das Baby mit nach Hause zu nehmen. Marina hatte nichts dagegen. Zumal sie schon immer Mutter werden wollte und gerade eine Schwangerschaft nach der Hochzeit geplant hatte. Aber da es passiert war, warum nicht? Das Mädchen wollte nicht, dass dieses Baby dasselbe Schicksal erleidet wie sie. Was ist, wenn das Baby in einer schlechten Familie landet, wenn sie es jetzt nicht adoptieren? Marina und Timoteo hatten eine wunderschöne Hochzeit. Der alte Seemann hatte viel Spaß. Und gleich danach adoptierten sie einen kleinen Findling und nannten ihn Javier, nach Marinas leiblichem Vater. Valerio war glücklich, die Rolle des Großvaters anzunehmen und half den jungen Eltern in jeder Hinsicht. Nun gab es Kinderlachen in der Familie. Und alle würden sicherlich eine glückliche Zukunft haben. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal.